Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Replay. Heute eingeschickt von ich und er spielt sein Objekt 430, das einfach ausschaut wie so eine Bratpfanne. Also optisch definitiv nicht der schönste Panzer und durch diese Form auch nachteilig, weil Gun Depression, das ist jetzt schon Maximalanschlag. Also dadurch, dass der Turm so weit hinten sitzt, kann er einfach nicht runter, weil er da einfach auf die Wanne aufstößt. Also das ist der Nachteil. Aber er spielt hier im Zug noch mit zwei anderen Mediums und das ist ja immer schon mal sehr schön. Also hier ein Centurion und noch ein Type 61 oder Typ 61, je nachdem, was einem da besser gefällt. Und ja, schauen wir doch mal, was die drei hier so anstellen. Okay, sie machen nicht die Mitte, sondern sie gehen gleich den, in Anführungszeichen, langen Weg entlang. Und werden praktisch hier über die lange Passage direkt dann da auf die Gegner sich konzentrieren. Und er wird jetzt hier oben den Spot einnehmen. Oh ja, da hat er schon einen T-54 gefunden. Trifft er auch. T-54 hat geschossen, aber Autoloader, muss man aufpassen. Jetzt hat er Glück gehabt, dass der T-54 da den Hit nicht bekommen hat, weil eigentlich war der Turm schön weggedreht. Rechte Hand CDC und dann da noch ein AMX. Aber auch der kriegt nochmal eine eingeschenkt. Ansonsten vom Matchmaking hatten sie natürlich Glück, dass sie hier in ein 9er, 8er, 7er Gefecht gekommen sind. Hat jetzt aber hier den Nachteil, dass er von allen Seiten beschossen werden kann. Also sowohl der AMX als auch jeder andere. Oh, da hat er das mit HE wohl auf den CDC probiert, also der andere. Ja, jetzt gibt der CDC aber Fersengeld. Jetzt hat er genug. So, was ist da unten im AMX? Der schaut hoch. Der will da wohl noch was. Aber er wartet bedächtig auf ihn. Eine AT im Spiel. Oh, schön oben durch. Das geht natürlich mit Premium. Auch beim E75. Premium hat beim 430 330 Durchschlag. Normal sind 201. Oh, jetzt prallt er sogar ab. Ah, da hat er an die Schräge geschossen. Da klappt es nicht. Er muss da vorne da hier drauf. Sozusagen nebenhalb der Kanone. Da. Ah, schon wieder ganz knapp daneben. So, die Arti hält da mittlerweile auch so ein bisschen rein. Jetzt klappt. So, E75 prallt nochmal ab. Und ihr seht ja, wo das Fadenkreuz grün wird. Ah, leicht unter die Kanone geschossen. Also da verschießt er jetzt einiges an Premium-Schuss. Aber ja, da unten, da geht's immer. Da kommt man immer gut drauf. Ich würde vielleicht sogar eher auf die Kommandantenkuppel schießen. Oder eben natürlich unten auf die untere Frontplatte, wenn er so stünde wie jetzt gerade. Da ist doch... Na, ganz knapp daneben. Oh, jetzt der KV-5. Ja, das war schlecht vom 5er. Aber dann nimmt den halt doch auf die alte Art und Weise raus. Sein Typ 61 hat hier oben ist nur noch 66 HP, ganz, ganz wenig. Jetzt kommt der T-54 darum. Aber da steht ein anderer T-54 und wartet schon. Jetzt achtet er nicht auf ihn und zack, kann er ihn wegmachen. 4 zu 8 steht es aktuell. Zwei Kills hat er schon auf der Uhr. Und er hat schon drei Schüsse abgeprallt, aller Ehren wert. Jetzt saved er nach hinten ab, weil da kommt keiner mehr, beziehungsweise ist keiner. Aber hier kann er den 1375 rausnehmen. Jetzt kommt dann IS-3 und ein Chiri auch noch. So, jetzt kommt ein IS. Kettet ihn. Die repariert er jetzt schnell. Jetzt hat er ihn hier gekettet, nimmt ihn raus. Sehr gut gemacht. Da hat sein Team und seine Mates auf jeden Fall sehr gut aufgepasst. Auch der Chiri wird zerstört. Geht jetzt wie am laufenden Fließband. Jetzt noch die Suche 152, vielleicht umfahren, rechts oder links. Ah. Jetzt hat die so geschossen, jetzt kann er rum. Ganz easy, ganz entspannt. Zack.
Und macht nebenbei mal seinen Krieger klar. Das ist fein. 8 zu 9. Fast nur noch Medium-Panzer auf seiner Seite am Leben. Nur der IS-3 kommt da noch hervor. Vielleicht jetzt listig von hinten. Ah, der CDC droppt. Unten ist ein VK offen. Oh, da ist fahrt der IS-3 nach. Das ist natürlich ungünstig, weil er wird jetzt einfach vom VK rausgenommen. Sehr greedy vom IS-3. Absolut unnötig. Werden wir jetzt unten gleich sehen, dass der IS-3 wahrscheinlich nicht mehr lange da am Leben sein wird. Er lässt jetzt hier seine beiden Jungs alleine. Er will jetzt hier so ein bisschen auf Erkundungstour gehen. So, IS-3 lebt immer noch. Was? Nee. So, kaum sage ich, ist er jetzt auch dann hinüber. Die Bratpfanne will sich jetzt wohl von hinten an den VK ranmachen. Kann man machen. Das sollte den einen oder anderen landen können. Oh, da ist noch ein E-75 auch noch. Aber jetzt kann er erstmal auf den VK gehen. Der Typ 61, die sind jetzt alle da weg. Die waren ja sogar ursprünglich mal in den Bergen gespottet. Ah, da wollte er ihn ketten, hat aber nicht geklappt, leider. Schon wieder nicht. Er kann zwar jetzt hier die Hits drauf geben, aber er kettet ihn leider nicht. So, jetzt ist der E-75, hat den T-54 E1 zerstört. Auf seiner Seite aber der Typ 61 den E-75 wiederum. Allerdings ein anderer. E-75 hatten sie reichlich. So, jetzt ist er hier alleine im Fluss. Hat aber den Vorteil, dass seine Jungs da oben auf dem Hügel sitzen und ihn unterstützen. Aber gerade der Typ 61, der ist Wahnsinn mit seinem Low HP. Sehr gut. Jetzt hat er den rausgenommen. Da kommt die Arti. Was machst du denn da? Der erste Hit. Na, den zweiten kriegt er nicht mehr raus. Schade, schade. Aber 7 Kills hat er noch schon. Eine weitere und die Radley Walters fällt auch. Und er hat noch 1081 HP. Also von dem her läuft es hier gerade super für ihn. E75 ist ein One-Shot. Das heißt, das dürfte eigentlich schon... Der erwischt hat den Centurion, den VK gerade weggemacht und jetzt bleibt ihm nur noch die Arti. Sehr schöne Runde. 11 Kills im Zug gemacht und 9 davon er. Aller Ehren wert. Ja, tolle Runde. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Und ich hoffe, euch hat es ähnlich gut gefallen. Wenn ja, lasst mir doch einen Daumen und einen Kommentar da. Und ich würde sagen, das war ganz klar Replay of the Week. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.